musst halt doppelt so viel fahren. Anton, machst du eigentlich auch Forst? Schauen wir mal. Ist jetzt mal. Ist jetzt erstmal noch nicht geplant, ja? Gut, also das ganz Große geht nicht. Was geht nicht? Das große Lager? Das soll aber annehmen. Steht drin. Macht's nicht. Macht's nicht. Ist der Anhänger vielleicht mega verbuggt? Aber es ist ein Standardanhänger. Und du musst die Schubfächer auswählen, ne? Das ist dir auch klar. Ja. Okay. Ich habe in beiden etwas drin, deswegen. Abladen kam nicht hier. Es steht nur hier abladen, so Zwangsabladen. Ja. Nur das bringt nichts, wenn es es nicht annimmt. Dann liegt es bei dir in der Ablade, im Ja, Abladebereich mitten in dem Gitter. das wäre absolut. Was hast du jetzt gerade geladen? Saatgut. Saatgut. Zeichen für Saatgut ist da. Nee, das ist Dünger. Das ist, aber es ist alles, wird alles angenommen. Darf ich einmal? Probier's einmal. Also bei mir nimmt das nicht. Vielleicht hast du irgendeine Berechtigung dazu, ja, eventuell nicht. Dann muss ich eventuell noch mal alle Berechtigungen erteilen oder was auch immer. Und? Da kommt bloß hier abladen, gell? Das sind Zwangsabladen. Saatgut wird hier nicht angenommen. Genau. Was ist, wenn ich jetzt auf dem freien Bereich sage, hier abladen? Knallt er das in Big Packs? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das machen tatsächlich nur die Geräte selber. Das kann jetzt richtig böse enden. Was? Was habt ihr Saatgut? Wo habt ihr das drinne? Den Hänger. Na, wenn ihr das daneben hinleert, schüttet das am Boden hin, habe ich schon probiert. Schmeißt nicht mehr ein Big Bang. Wie wähle ich jetzt nochmal das andere Schubfach aus? Was ist U? Ach ja, hier Seitenwechsel, genau. Das war L. Will er nicht abkippen. Ein Glück, ich habe noch nicht voll gemacht. Jetzt kippt das ab. Ja, es ist nicht ganz so dramatisch. Wir haben den Radlader mit einer 10.000 Liter Schaufel. So. Dann. Tue ich den mal wieder verräumen? Genau. Und ich probiere mal eben den Radlader aus. Dann muss das Pflügen gerade mal kurz warten. Radlader. Was ist mit dem Helfer? Oh, der ist voll. Okay, Moment. Ich kümmere mich erstmal um den Helfer. Ja, kein Ding. Dass der aber auch nichts sagt. Müsste oben einblenden, oder nicht? Steht nichts. Okay. Boah, der lässt viel stehen, Alter. Aber er ist bald fertig mit dem Feld. So, Radlader. Hier, New Holland, das ist er. Kommt der auch gleich mal zum Einsatz. Helfer I wird blockiert. Och Mann. Ist der doof? So, wo kommt denn das jetzt hin? Saatgut war hier drüben, glaube ich.
gibt die Schaufel echt nur so langsam ab. Du musst den Winkel ändern. Geht nicht weiter, ist schon Maximum. Dann kannst du auf der Hand- und Maustaste den so kippen? Nee. Ich glaube, das liegt am Radlader, der kann glaube ich nicht weiter. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das könnte an dem New Holland liegen hier. Ich hab's mit dem Rückwärtsgängen, ey. Jetzt hab ich den Motor ausgemacht, hat einen Rückwärtsgang noch drin und es piepte vor sich hin. so, das aus, das aus, das an, das aus. Okay. Das schnapp ich mit dem Deutz. Oder? Den Joskin und hol's damit. Ja, kannst du auch den Fast Track nehmen. Bist du schneller unterwegs? Ja, ist nicht weit. So, ich habe die Sauerei hier schon beseitigt. Geht auch rein ins Lager, glaube ich. So die Frage, müsstest du mal mit dem Anhänger dann ausprobieren, wegen Ausladen, bevor du was Neues holst, eventuell. Ob du das ausladen kannst oder ob da auch irgendwas rumspinnt. Inwiefern soll ich daneben kippen oder so? Ne, nur gucken, ob du die Option hast, das Saatgut rauszuholen. Bevor wir das jetzt voll machen und hinterher funktioniert das ganze Ding doch nicht. Ich habe jetzt schon mal geschaut, ob's. Er nimmt es auf jeden Fall an. Wo steht das? Also der Joskin-Anhänger. Ach so. Hürde 1 ist genommen. Bist schon am Shop? Nein, nein, nein. Bin ich jetzt. Ja, raus kriege ich es immer. Und wenn ich es hier zwangsablade, weißt du? Ja, das ist korrekt. Die Frage ist bloß, ob er es dann so auch dort an und dann. Das wird schon klappen, hey. Jetzt wird schon, ich habe den falschen Radlader gekauft. Ich mag die Steuerung von dem New Holland ja mal gar nicht. Ja, das ist voll gewöhnungsbedürftig. Ja, der JCB, der knickt anders ab irgendwie. Der knickt komplett und der macht eigentlich, schiebt nur sein, also lenkt nur mit dem Vorderteil. Ja. Fühlt sich zumindest so an. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, ich werde mal weiter fliegen. Wie viel waren das jetzt? Waren das 13 oder waren das 15? Ich glaube, es waren 13. 14. 14 waren es, genau. Genau die Mitte davon. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe mir jetzt mal einen Schmierzettel geholt. Ja, ist auch schade, dass das nicht mit eingebunden wird, dass man das sieht in seinem Lager. Also in der Übersicht. Ich habe da so eine Übersicht, die kann man rechts am Bildschirm. Stimmt, aber dann ist sie halt immer da. Das ist halt auch wieder doof, ne? Das ist klar, die kannst du nicht ein- und ausblenden. Das fand ich halt relativ cool bei den Mod-Maps im 17er, dass du dann auch teilweise die anderen Sachen angezeigt wurden. Oder du wenigstens irgendwo eine Tafel hattest, wo steht, wie viel du von was hast. Diese Display, die Silo-Displays oder was das war. Ja, genau. Ja, stimmt, die gab es ja sogar auch noch als Mod extra. Genau. Konnte man sich ja auch überall dran stellen, wie man wollte. Die waren cool. Aber ich denke mir, die kommen wieder. Ich hoffe. Also, dann machen wir jetzt mal weiter. Eigentlich reicht das so auch schon. Fahren wir hier nochmal lang. 15. Achso, der Helfer wird immer noch blockiert. Kann das sein? Ja. Kommt auch nicht auf die Idee, mal den Motor auszumachen, der Helfer, ne? Steht er da und verballert unseren ganzen teuren Sprit? Unseren teuren Benzin. Wie schön dieses Geräusch ist, wenn du auf
Aufladen drückst und er sich das selber holt. Ja, das hat was. Das hat was. Das Geld auch schon weg ist. Schon über 20.000 weg. 900 kostet so ein Sixpack, so ein Sixpack. Oh, wenn das nur 900 kostet, würde ich mir auch eins kaufen. Ein Sixpack 900. Ja. Ja, bevor du das antrainiert hast im Fitnessstudio, hast du auch 900 bezahlt. Ich dachte. Und ordentlich geschwitzt. Sixpack an Flaschen. Ach, 900 wäre ein heftiger Preis. Ja, dann ist das aber schon Elitzer-Stuff. Extra lang gelagert. Ja, 8-mal durchgegärt. Jetzt habe ich da 15.000 drin. So, ich werde mal den oberen Rand im Auge behalten, ob da irgendwie eine Meldung kommt. Wenn der wieder voll ist. Wobei ich glaube, nochmal wird der nicht voll auf dem Feld. Da war nicht mehr allzu viel, was er noch machen muss. Brauchen 80 Meter Flug, um hier schneller zu arbeiten. Aus dem Blauen, ne? Ja. 4,50 Meter hat der, glaube ich. Ich sag mal, für den normalen Spielablauf wäre der sogar schon eigentlich ausreichend, weil man muss ja nicht mehr so oft fliegen. Obwohl doch, wir mit 400 Kühen werden wir viel Mais anbauen, wo wir wahrscheinlich doch viel pflügen müssen. Da werden wir einiges brauchen. Ja. Was wir weghäckseln müssen. Und wenn die Schweine irgendwo dazu kommen, müssen wir auch noch so Mais ernten. Und dann auch Rüben und so ein Kram, wo wir auch wieder pflügen müssen. Also irgendwann wird der große 10 Meter Flug auf jeden Fall Pflicht sein. Nur, wenn wir jetzt alle Felder einmal durchfliegen wollen und auch mehr oder weniger müssen, weil die nicht gepflügt sind. Das könnte ewig dauern mit dem Kleinen hier. Ich glaube, ich hole mir auch gleich den Großen. Wir werden den Blauen, glaube ich, auch dennoch behalten. Erstmal. Dass wir den kleinen Lemken hier haben und vielleicht doch den 10-Meter-Flug. Dass wir beide besitzen, dann kann man auch zu zweit mal flügen. Einer ja. Auf dem großen Feld, einer auf dem kleinen Feld oder einer kümmert sich um die Feldränder oder so, keine Ahnung, dass man halt sich ein bisschen entgegenarbeitet, ne? Ja. Weil das wird ewig lange dauern, wenn ich hier so weitermache.